zu einem etwas anderen Video. Einige von euch haben wahrscheinlich das Video schon gesehen, das Abschiedsvideo von meiner JetForce. Ja, es ist ein Abschiedsvideo, es bleibt ein Abschiedsvideo und da wird sich nichts dran ändern. Ich werde den Roller aufbauen nochmal, nochmal überholen vom Motor her. Da habe ich jetzt auch schon angefangen mit. Der ganze Roller wird nochmal neu aufgebaut, überholt. Ja. Also ihr dürft mich gerne dabei begleiten, wenn ich den Roller fertig mache. Sozusagen ein Roller-Tagebuch. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal fahren werde, aber ich vermute schon. Und dass er dann Ende des Sommers weggehen wird, endgültig. Solange werde ich daran ein bisschen rumbasteln. Handy, sei mal bitte leise. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch, also dass dieses Video euch erstmal gefällt. Das war's erstmal von mir. Haut rein. Und falls ihr mehr von solchen Videos wollt, lasst es mich in die Kommentare wissen. Und vergiss das Abonnieren nicht. So Leute, ich habe jetzt schon einiges abgebaut. Trittbretter, Unterboden und diese Teile hier, keine Ahnung wie die heißen. Aber wenn man guckt, kann man jetzt hier schon den Zylinder sehen. Man kommt auch relativ ganz gut ran. Aber mal gucken, ob ich das jetzt so lasse oder ob ich da jetzt noch mal was anderes mache. Ich werde den jetzt mal abziehen gleich, also erstmal den Auspuff abbauen. Und weil ich habe jetzt keinen Bock, den Motor auszubauen. Auspuff ab, Kühlschläuche lösen, Wasser rauslassen. Und dann den Zylinder abziehen. Mal gucken, was da los ist. Wir gehen mal auf die andere Seite. So, Auspuff lösen ist ja ganz einfach. Hier unten. Also hier unten. Da sind ja diese zwei Schrauben. Oh, man sieht das gar nicht. Da sind diese zwei Schrauben. Und hier sind dann auch zwei Schrauben, die einfach lösen. Dann ist hier eine SLS bei den meisten, nicht bei allen. Die löst man dann auch. Mache ich gleich alles in Ruhe. Die ist bei mir hier nur locker drin, weil ich die nachgekauft habe. So. Dann Kühlwasser ablassen. Ich empfehle immer den Schlauch. Hier kann man dran lassen, den unteren. Man sollte den abmachen, weil dann kann man das alles hier rauslassen. Aus dem Kopf. Und das. Das ist immer eine sehr Sauerei, weil da sehr viel drin ist. Bei mir sind schon solche Schellen dran, das habe ich alles schon gemacht. Weil ich diese anderen, die habe ich gehasst, wirklich. Ich empfehle erstmal das, damit das Wasser schon größtenteils rausläuft. Und danach den hier. Soweit ich das im Kopf habe, kann man den hier drin lassen. So kann ich es hier noch zeigen. Der kann dranbleiben. Der ab. Und danach der hier am Zylinder. Und dann halt einfach mit einer Zehnernuss und einer Knarre lösen. Hat man den Kopf in der Hand. Wichtig ist dann, wenn der Zylinder heil ist und man den wieder einbauen möchte, kann man einfach neue Dichtung kaufen. Und dann kann man den wieder einbauen. Ansonsten nie die alten Dichtungen benutzen. Ganz wichtig. Man kann, also hier, die Zündkerze kann man dran lassen, aber man kann sie auch abmachen. Ich lasse sie dran, mich stört es jetzt nicht, wirklich. Man kann auch den Motorblock ausbauen, dann kommt man das Ganze einfacher ran, aber mir reicht der Platz jetzt, den ich habe. Ist ein bisschen fummelig, aber wenn der Auspuff ab ist, dann ist das alles noch ein bisschen einfacher. Also ich baue den Auspuff ab und dann melde ich mich gleich nochmal. So Leute, Auspuff ist ab, der liegt jetzt hier. So, ja, das ist mein Schutzblech hier. So, als nächstes machen wir jetzt die Schraube los, damit das Kühlwasser ablaufen kann. Wichtig ist, wenn ihr die Schläuche abhabt, dürft ihr den Kickstarter nicht mehr treten. Weil sonst kommt hier Kühlwasser rausgeschossen. Ja, das ist wichtig. Wir machen jetzt erstmal den ab. Und dann melde ich mich gleich. Ich weiß nicht, ob ich das filmen kann. Muss ich mal gucken. Erstmal muss ich einen Eimer holen.
Ja. So, dann Leute, ich bin schon dabei. Wie man sieht, läuft es schon ein bisschen. Ist schon einiges rausgelaufen. Ja, es läuft jetzt erstmal aus dem Zylinder raus. Ich habe jetzt so einen Eimer hier genommen, so ein bisschen größer. Ist schon ganz gut gefüllt. Also nicht viel, aber schon ein bisschen was drin. Und ja, also man sieht halt krass, wie es hier rausläuft. Deswegen erstmal ganz ruhig alles rauslaufen lassen, ein bisschen Zeit mitbringen. Wenn man es alleine nicht hinbekommt, dann nehmt euch einen Freund dazu. Das ist immer ein Nachteil. Oh, haben sie einen scheiß wassergekühlten Motoren. Das ist mein Hass. Naja, dann müssen wir mal gucken. Scheint jetzt schon viel raus zu sein, ja. So, als nächstes der Schlauch da, die Schelle lösen und dann so schnell wie es geht in den Eimer, weil Kühlflüssigkeit auf den Fliesen, also so wie es bei mir ist, ist immer ein bisschen kritisch. Die Fugen werden dann schnell dunkel, ne? Kann ich. Ja. Also kommt nichts mehr raus. Und dann mache ich das und dann sehen wir uns wieder, wenn das gemacht ist. Ich halte den Roller hier gerade ein bisschen schief, damit das hier noch aus dem Zylinder rausläuft. Da rauslaufen konnte. Ja, und jetzt geht's los. Ich löse den Kopf. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Zylinderkopf ist ab. Und jetzt, wenn das ab ist, hier oben ist auch noch eine Schraube. Da, oder? Genau da. Und wenn das ab ist, dann könnt ihr den Zylinder rausziehen. Dann macht man einfach den Schlauch hier noch los, weil da ist jetzt eh kein Wasser mehr drin. Und dann kann man den einfach abziehen und gucken. So Leute, ich bin jetzt... Mehr ist das gar nicht. Habt ihr den jetzt ausgebaut? Nicht wundern, es ist kein 50er. So ein billiger 70er für die Beschleunigung. Ja. Hier unten nicht aufgefräst ist, wo der Durchlass klein ist. Auf jeden Fall, wir machen es so. Vielleicht erkennt ihr das. Da sind also Leute, wie ihr gesehen habt, der Zylinder ist im Marsch, ein neuer ist bestellt. Ich freue mich auf den Einbau mit euch. Haut rein, ciao.